Hallo, 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 hier ist wieder Schokibanoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Marc. Hallo. Kennen wir ja mittlerweile alle schon zu Genüge, komm, ist doch egal. Ja, wir haben heute den 5. Mai und am 5. Mai haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind. Jawohl, am 5. Mai 1988 hat Adele Geburtstag, auch bekannt als Adele. Adele, ja genau. Adele. Genau. Adele. Adele. Kennst du noch also Jakob Adele. Und Adele von früher? Diese Jakob Serie? Und Adele, ja genau. Aber Adele war, ist natürlich eine ganz, ganz bekannte Sängerin. Sie hat dieses, diesen Erfolgshit. Hello. Hello. Hello, it's me. Und irgendwas für Skyfall hat sie auch gemacht, einen Soundtrack beigesteuert. Ja, das fand ich gut. Adele, an dieser Stelle alles Gute, ganz herzliche Glückwünsche an dich. Adele, ja. Am 5. Mai 2007, da ist Fernsehgeschichte geschrieben worden. Ja? Am 5. Mai 2007 hat Mark Medlock die 4. Staffel von DSDS gewonnen. Na, ja, jetzt kommst du. Also ich wundere mich ja manchmal, was die Redaktion uns hier so für Themen reingibt, ganz ehrlich. Ja, Mark, es sei dir gegönnt. Sänger aus Offenbach. Wer warst du nochmal? Entschuldigung. Ja. Nein, natürlich kennen wir Mark Medlock. Natürlich. Ist ja logisch. Klar, ist ja logisch. Was war noch am 5. Mai? 1966, durch einen 2:1-Sieg über den FC Liverpool, wird Borussia Dortmund der erste deutsche Gewinner des Europacups, der Pokalsieger im Fußball. Ja, das heutige Champions League sozusagen. Nee, Europacup der Pokalsieger hieß es. Europacup der Pokalsieger. Ja, das gibt es ja heute nicht mehr. Ja, genau, gibt es ja heute nicht mehr. Das heutige Champions League ist falsch. Heute gibt es ja stattdessen... Was denn? Dieses andere. Von dem du keine Ahnung hast. Von dem ich keine Ahnung habe. Nee. Es gibt ja Champions League heutzutage, das wäre sozusagen Europacup der Landesmeister. Ja, ja. Genau. Wobei aber auch bei der Champions League ja der zweiten und drittplatzierten teilweise teilnehmen können und sich qualifizieren können für die Champions League. Ach ja. Ja, und nicht nur die Meister. Und damals haben sich nur die Meister für diesen Pokal qualifiziert und die Pokalsieger dann haben ihren eigenen Pokal ausgetragen. Ja, das ist sehr interessant. Wenn euch noch mehr Interessantes zum Thema Fußball einfällt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare vielleicht. Was soll denn da noch, was soll man denn jetzt da reinschreiben? Nützliches. Was soll man jetzt, mir jetzt, fällt was Interessantes. Wenn der Gott zu euch gesprochen hat, könnt ihr eigentlich nicht, oder vielleicht ja doch, vielleicht könnt ihr doch noch ergänzen. Ja, am 5. Mai gab es einen Hit. Am 5. Mai 1986 gab es einen großen, großen, großen Hit. Von Mark Medlock. Nee, nicht von Mark Medlock, sondern am 5. Mai 86, ne? Das ist ja schon lange, lange, lange her. Da hat Chris Norman 6 Wochen war Nummer 1 mit Midnight Lady. The time, Midnight Lady, hard to find. Wahrscheinlich. Midnight Lady. Ja, jedenfalls, das war damals 1986 am 5. Mai. Am 5. Mai bis zum 15. Juni, 6 Wochen lang, Number One. An dieser Stelle sage ich ganz schnell Cheerio, bis so viel, weil es artet jetzt gerade aus. Bis denne!